Ich hoffe, Sie haben gute Nerven, denn heute unternehme ich mit Ihnen eine Fahrt durch Hanoi. Mit dem Motorrad natürlich. Oder glauben Sie, ich lasse extra für Sie eine Limousine vorfahren? Und außerdem möchte ich Ihnen ein wenig von dem vermitteln, was für mich tägliche Realität ist. Also machen Sie es sich auf dem Rücksitz bequem, setzen Sie Ihren Helm auf und fangen Sie an zu beten. Haben Sie eigentlich schon Ihr Testament aufgesetzt? Wenn nicht, dann sollten Sie das vielleicht noch erledigen. Um die notarielle Beglaubigung kümmere ich mich dann später, sollte Ihnen etwas zustoßen. Das geht nicht. Alles geht in Vietnam, wenn man gut schmiert. Okay, also jetzt starten wir unsere Fahrt durch Hanoi, beginnen bei meinem Haus und im Zuge der Fahrt werden wir durch verschiedene Orte vorbeikommen und die ganze Strecke mal abfahren. Und los geht's! Hier in diesen engen Gassen spielt sich das eigentliche Leben ab. Fußgänger, Radfahrer und Motorradfahrer drängen sich Schulter an Schulter und das Navigieren erfordert rasche Reflexe und eine ruhige Hand. Ja, ich weiß, das ständige Hupen ist lästig, aber gewöhnen Sie sich besser daran. Es wird Sie durch den ganzen Tag begleiten. Sehen Sie die Straßenhändler dort? Geduldig sitzen Sie von der Früh weg auf Ihren Hockern und warten auf Kundschaft. Fleisch, Gemüse und Obst, alles wird hier verkauft. Das Fleisch sieht nicht allzu appetitlich aus, denn die Schlachtkörper liegen offen herum und das bei allen Temperaturen. Am Abend breiten Händler Textilien und andere Gegenstände aus, was dann für zusätzliche Engstellen sorgt. Am schlimmsten ist es, wenn ein Auto diese Gassen befährt, denn dann stauen sich die anderen Verkehrsteilnehmer dahinter und davor und nichts geht mehr. Dieser kleine Teich zu Ihrer Linken ist ein charakteristischer Anblick in Hanoi. Umgeben von einer Steinmauer reiht sich ein Café ans andere und über der Straße stehen die typischen mehrstöckigen vietnamesischen Häuser, die manchmal so schmal sind, dass ein Stockwerk aus nicht mehr als einem Raum besteht. Die Straßencafés sind Zentren der Geselligkeit und den ganzen Tag über sitzen die Einheimischen im Schatten der Bäume und trinken Tee, Kaffee oder Fruchtshakes. Wir biegen jetzt in eine große Straße ein, auf der der Verkehr auf mehreren Spuren dahinrollt. Aber wer benötigt sie schon? Es wird sowieso in alle Richtungen gefahren, selbst gegen die Einbahn. Sobald ich motorisiert in Hanoi unterwegs bin, gilt für mich nur mehr eine Regel. Rechne mit dem Schlimmsten und du wirst nie enttäuscht werden. Und sie enttäuschen mich niemals. Sollte es einen fünften Teil von Stirb langsam geben, dann wird er hier gedreht, auf diesen Straßen. Die Straße, auf der wir jetzt unterwegs sind, ist eine wichtige Ausfallstraße, denn sie verbindet das Zentrum mit dem Fort Ha Dong und ist in weiterer Folge eine wichtige Route in einige der nordwestlichen Provinzen des Landes. Stadteinwärts führt sie uns durch einen der älteren Bezirke, was leider bedeutet, dass der Verkehr sehr chaotisch ist, denn geplant wurde da nicht viel. Links und rechts von uns liegen dicht gepackte Wohnviertel, die in ihrer Gesamtheit klaustrophobische Gefühle verbreiten. Diese Viertel sind es auch, die pausenlos Personen aufsaugen und wieder ausspeien. Und dies ist auch der Grund für den lästigen Querverkehr. Ampeln gibt es in dieser Gegend nur wenige. Und auch Rotlicht ist für viele kein Grund, stehen zu bleiben. Wenn die Straße einfährt, schaut dabei nicht nach hinten, da müssen schon die anderen aufpassen. Wenn sie wenigstens nicht gleich mitten in die Fahrbahn schwenken, denn das macht sie so unberechenbar. In gewisser Weise ist dieses ignorante Verhalten auch schon wieder eine konstante Größe. Doch das macht es nicht weniger gefährlich. An die ständigen Notbremsungen müssen Sie sich leider gewöhnen. Ich kann es nicht verhindern, obwohl ich mir alle Mühe gebe, ein gleichmäßiges Tempo einzuschlagen. Doch Drängeln und Schneiden, Ausscheren und nicht Schauen sind die Grundzutaten dieses Tranks, der in seinem Hexenkessel feurig vor sich hin brummt. Wir nähern uns jetzt langsam dem historischen Stadtkern Hanois mit dem Hoang Kiem See und den Old Quarters als fixen Bestandteil jeder Besichtigungstour. Dieser nette kleine See ist für mich das unbestrittene Zentrum der Stadt, auch wenn das geografisch nicht stimmt. Hier schlendern Touristen durch die Gegend, hier sitzen Einheimische neben Ausländern auf den steinernen Bänken rund um das Seeufer und hier bummeln Pärchen nach Einbruch der Dunkelheit in trauter Zweisamkeit, während das monotone Dröhnen des Verkehrs und das vielstimmige Hubkonzert die Stille gnadenlos vertreiben. Auf einer kleinen Insel im Süden steht der Schildkrötenturm, eines der meist fotografierten Motive der Stadt. Die Old Quarters schließen sich an das nördliche Seeufer an, ein geschäftiges Konglomerat aus schmalen Gassen, Straßenhändlern und Touristenhorden. Die meisten Gassen tragen Gewerbenamen, sowie die berühmte Getreidegasse in Salzburg oder die Naglergasse im ersten Wiener Gemeindebezirk. Diese Tradition hat sich bis heute gehalten und so reihen sich Geschäfte mit gleichem Warensortiment aneinander,
was dazu führt, dass man in Hanoi genau wissen muss, wo man was bekommt. Die Fahrradrikschas, die dort auf der anderen Seite auf Kundschaft warten, bekommen Sie nur mehr in dieser Gegend zu Gesicht. Sie werden ausschließlich von Touristen genützt, die faul auf ihrem Sitz thronen, während sich der schmächtige Fahrer im Schweiße seines Angesichts abstrampelt. Hartes Brot und wenig Lohn. Ich persönlich gehe lieber zu Fuß, denn da bin ich flexibler und unabhängiger, aber für viele ist es willkommene Touristenfolklore und fixer Bestandteil ihrer Pauschalreise. Sie werden ohnehin bald aussterben, die Siklos, und sich nahtlos in die Liste jener Traditionen reihen, die der Moderne reifen mussten. Wie bitte? Entschuldigen Sie, ich muss hier höllisch aufpassen, denn die Motorräder kommen aus allen Richtungen. Die vielen Taxis verstopfen die Straßen zusätzlich, auch wenn sie sehr klein und platzsparend sind. Doch alles, was größer als ein Motorrad ist, ist eindeutig überdimensioniert. Dieses Gebäude da drüben? Das ist der Dom Juan Markt, in welchem Händler auf 3 Etagen ihre Waren präsentieren. Die meisten verkaufen billige Bekleidung oder Stoffe, doch wer feine Seidenware erstehen möchte, begibt sich am besten in die Straße der Schneidereien und Seidenhändler. Wir verlassen nun die Old Quarters und fahren durch das Regierungsviertel. Auf diesen breiten Straßen und Boulevards kommt man zügig voran, aber ich lasse mir Zeit, damit Sie die zahlreichen Prunkbauten bewundern können. Fällt Ihnen auf, dass fast alle in der gleichen eierspeisgelben Farbe gestrichen sind? Die Stadtverwaltung war entweder nicht besonders kreativ oder sie saßen auf einem Restposten Farbe, den sie auf den Gebäuden verteilten. Das Gelb bietet allerdings einen guten Kontrast zum leuchtenden Rot der Staatsflaggen, auf denen mittig ein großer gelber Stern prangt. Wenn Sie nach links sehen, quer über den weiten Platz, dann sehen Sie ein würfelförmiges Monument, in dem der einbalsamierte Leichnam Ho Chi Minhs aufgebahrt ist. So, jetzt haben wir den See erreicht. Spüren Sie die frische Luft, die vom Wasser rüber weht? Der Westsee liegt zu unserer Linken. Die kleine Wasserfläche rechter Hand ist der Chukbak-See, dessen angrenzende Straßenzüge zu den begehrtesten Wohngebieten der Stadt zählen. Sehen Sie den mehrstufigen Turm, der links vor uns zwischen den Bäumen hervorragt? Er gehört zur Chan Kwok-Pagode, die von Einheimischen wie Touristen gleichermaßen gerne besucht wird. Wir umrunden jetzt den See und das bedeutet immerhin eine Strecke von 13 Kilometern, die kleinen Abstecher in verwinkelte Gässchen nicht mitgerechnet. Jeder Kilometer offenbart dabei eine völlig neue Seite der Gegend. Im Wasser stehen Fische und bedienen sich einer Technik, die ich noch nirgendwo sonst gesehen habe. Mit langen Bambusruten werfen sie schwere, mit furchterregenden Mehrfachhaken bestückte Metallköder in die Fluten und holen sie mit ruckartigen Bewegungen wieder ein. Die bewachten Wohnanlagen, in denen vornehmlich Ausländer leben, bilden einen scharfen Kontrast zu diesem archaischen Leben. Sie sind von hübschen Gärten umgeben, in denen sich Kinder auf den Spielplätzen vergnügen und die geplagten Eltern in der Sonne liegen. Geradezu unwirklich ruhig ist es hier, keine Spur vom nervenzerfetzenden Gehupe, das einen durch die restliche Stadt begleitet. In Vietnam leben und doch in einer eigenen Welt. Das letzte Stück um den See mag ich am liebsten, da die Uferstraße von netten Grünanlagen und gemütlichen Cafés gesäumt wird. Es ist eine beschauliche Wohngegend, frei von Hektik und Stress, und übermütige Jugendliche üben sich ebenso im Paarlauf wie Rentner in einer Partie Schach. Dahinter mondäne Villen, streng bewacht, mit hohen Palmen und Säulenmauer vis-à-vis. Wer hier wohnt, lebt nicht von der Notstandshilfe. Die Tour hat Ihnen bislang gefallen? Das freut mich, doch der Härtetest steht uns noch bevor. Spät ist es geworden und Abendverkehr hat bereits eingesetzt. Und das ist nichts für schwache Nerven.